Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Ausgabe unserer Ringvorlesung Uncreative Digital Writing. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Frau Professor Lauber-Rönsberg von der TU Dresden vorzustellen, eine Kollegin also. Ich möchte die Referentin kurz vorstellen. Frau Lauber-Rönsberg hat in Passau, Lausanne, Heidelberg und Edinburgh studiert. Dann hat sie ihr Staatsexamen am KG Berlin gemacht und hat dann 2011 ihre Promotion vorgelegt zum Thema Urheberrecht und Privatrecht. Und das Thema Urheberrecht hat sie seitdem in vielen, vielen Facetten beschäftigt. Sie ist seit 2015 Juniorprofessorin an der TU Dresden geworden und seit 2021 hat sie die ordentliche Professur hier an der TU Dresden inne. Sie ist also Juristin, die sich mit vielen Fragen beschäftigt, die sich um die Digitalisierung drehen. Forschungsschwerpunkte, die sich auch in Publikationen niedergeschlagen haben, betreffen zum Beispiel rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements und von Open Access. Es gibt aber auch einen interessanten Beitrag zum Thema das Recht am eigenen Bild in sozialen Medien. Und sie hat eben, und deshalb haben wir sie eingeladen, sich auch beschäftigt mit Fragen von künstlicher Intelligenz aus der Perspektive des Urheber- und des Haftungsrechts. Und darum soll es heute in ihrem Vortrag gehen. Ich würde gerne als Teaser eine Sache eben schnell zeigen wollen. So, Sie kennen den Algorithmus GPT-3, den zum Beispiel auch Herr Professor Stede schon vorgestellt hat in seiner Vorlesung. Das ist eine künstliche Intelligenz, die Texte generiert. Und es gibt auf der Seite von OpenAI diesen Chatbot. Man kann sich also hier mit der AI unterhalten. Das habe ich mal getan. Ich habe also gefragt, hello, who are you? AI antwortet, I am AI. Und dann haben wir dann so ein bisschen hin und her geplaudert. Er hat mir einen Witz erzählt, die AI. Ich habe gesagt, kenne ich schon, noch einen anderen bitte. Und dann kam dann der folgende Witz in Anführungszeichen, hey, if ignorance was painful, you'd be dead. Und ich habe dann gefragt, you're starting to insult me and no offense, just trying to be funny. Ja, wir sehen also hier genau das Phänomen vorgeführt, um das es heute unter anderem gehen soll, wenn wir algorithmisch Texte generieren, haben wir nur, gerade mit solchen Blackbox-Modellen, haben wir nur sehr bedingt Einfluss darauf, was eigentlich genau am Ende bei rauskommt. Und was tun wir eigentlich, wenn der Algorithmus dann beleidigt? In dem Fall war es eine relativ harmlose Beleidigung. Aber was tun wir, wenn er zum Beispiel rassistisch beleidigt, antisemitisch, sexistisch und so weiter? Das berührt genau die Fragen, mit denen sich Frau Lauber-Rönsberg jetzt beschäftigen wird. Anne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, meinen Bildschirm zu teilen und dass ich auch zu hören bin. Wunderbar. Wunderbar. Okay, ja. Ja, vielen herzlichen Dank auch für das schöne Eingangsbeispiel, das in der Tat einige Fragen aufwirft, mit denen ich mich auch eher zum Ende meines Vortrags hin beschäftigen werde. Thema KI-Kreativität, eine Urheber- und haftungsrechtliche Perspektive und Ausgangspunkt oder der neuralgische Punkt ist natürlich in der Tat, dass die KI, wenn wir das pauschal so sagen können, eben mittlerweile in der Tat dazu in der Lage ist, mehr oder weniger selbstständig ein Output zu generieren, der dann wahlweise entweder vergleichbar sein kann mit menschlicher Kreativität, Fragezeichen, oder eben gegen Regeln, die in der menschlichen Gesellschaft gelten, was also das Verbot von Beleidigungen oder Ähnliches angeht, verstoßen können. Und das ist natürlich eine rechtliche Herausforderung, wie man mit diesen Fragestellungen umgeht. Das ist auch in gewissem Sinne eine für das Recht neue Herausforderung, dass wir hier auf einmal eine Sache haben, die aber eben bis zu einem gewissen Grade autonom agieren kann und die damit jedenfalls nicht so ohne weiteres in die bisherigen Kategorien von Akteuren einzuordnen ist, die wir eben ansonsten aus dem rechtlichen System kennen. Ja, ich muss mal eben gucken, wie ich hier weiter blättere. So funktioniert das leider nicht. Einen Moment. Ja, wunderbar. So,
Ja, wenn ich mich im ersten Teil meines Vortrags mit den eher erfreulichen Outputs von KI beschäftige, dann bietet es natürlich sich an, doch einige Beispiele zu zeigen für KI-Kreativität. Ein Beispiel, was ja durch die Medien gegangen ist, dieses Gemälde, das von einem neuronalen Netzwerk oder eigentlich zwei neuronalen Netzwerken geschaffen wurde und das für immerhin mehr als $400.000 durch das Auktionshaus Christie's versteigert wurde. Sehr schön ist die Signatur auf diesem Gemälde, also hier der Algorithmus, der hier angegeben ist. Und wie man eben hier auch so unschwer erkennen kann, bekommt dieses Gemälde natürlich auch dadurch seine Aura, dass es dann über 3D-Druck ausgedruckt wurde, sodass das also auch so einen gewissen Effekt hat, so einen plastischen Effekt wie eben ein Ölgemälde, also so eine gewisse Dreidimensionalität. Das ist ein Beispiel von vielen. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der bildenden Kunst, der neue Rembrandt. Also auch hier ein Gemälde, das eben geschaffen wurde auf Grundlage der Gemälde von Rembrandt, das so in dieser Weise aber von Rembrandt nie gemalt wurde. Auch in anderen, ganz anderen Bereichen ist es mittlerweile alltäglich, dass KI eingesetzt wird, um eigenen Output zu generieren. Ein schönes Beispiel sind die Robotertexte auf Fußball.de, die also die ganze Fußballberichterstattung außerhalb der ersten und zweiten Bundesliga mittlerweile übernommen haben. Vielleicht allen hier bekannt sind natürlich die KI-basierten Übersetzungsprogramme, ob jetzt Google Translate oder DeepL, die ja mittlerweile auch sehr brauchbare Ergebnisse in vielen Sprachen liefern. Wieder ein PR-Coup, dass die künstliche Intelligenz Beethovens 10. Sinfonie vollenden sollte. Aber eben auch in ganz anderen alltäglichen Bereichen wird künstliche Intelligenz eingesetzt, zum Beispiel um Wettervorhersagen wirklich für bestimmte Orte recht punktgenau zu kreieren und dass das natürlich Auswirkungen hat, auch zum Beispiel für die Verkehrsplanung oder für den Katastrophenschutz. Das haben wir ja nicht zuletzt in diesem Sommer erfahren. Auch eine noch nicht ganz lange Entwicklung, die KI-generierten Personenbildnisse, die also datenschutzfreundlich sein sollen, in dem Sinne, dass sie keine realen Personen zeigen und also als Symbolbilder verwenden können. Hier ein Beispiel der Seite thispersondoesnotexist.com. Das sind alles Beispiele für KI-generierte Werke, KI-generierten Output. Und wenn diese Leistungen jeweils von menschlichen Schöpferinnen und Schöpfern erbracht worden wären, dann hätten wir überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Ganze dann urheberrechtliche Sachverhalte sind, die man dann mit den geltenden rechtlichen Regeln lösen kann. Aber auf diese Art und Weise, dadurch, dass eben dieser Output von einer künstlichen Intelligenz stammt, stellt sich hier genau die Frage, wie geht denn dann eigentlich das Urheberrecht mit diesem Phänomen von KI-Kreativität um? Und bevor ich da in diese Fragen einsteigen möchte, möchte ich ganz kurz einen Schwenk machen zu der allgemeinen Frage Urheberrecht. Was ist das eigentlich? Warum gibt es das? Damit Sie auch meine Perspektive verstehen. Mir geht es also letztlich nicht um die Frage, ob das, was wir hier eben gesehen haben, ob man das zum Beispiel als Kunst einordnen kann. Ob das etwas ist, was wirklich den Marktwert hat, den es dann bei der Versteigerung erzielt hat bei Christie's. Sondern mir geht es erstmal nur um die Frage, sind das Leistungen, die einen urheberrechtlichen Schutz verdienen? Urheberrechtlicher Schutz bedeutet, dass das Urheberrecht dem jeweiligen Rechtsinhaber ein Ausschließlichkeitsrecht gibt. Also der Rechtsinhaber allein darf grundsätzlich bestimmen, ob sein Werk von anderen öffentlich wiedergegeben wird, vorgeführt wird, vorgelesen wird, im Internet zugänglich gemacht wird oder vervielfältigt wird, reproduziert wird, mit gewissen Ausnahmen zum Beispiel im Bereich des Zitatrechts, für die Forschung, für die Lehre und so weiter. Aber grundsätzlich bedeutet eben die Zuerkennung eines Urheberrechts, dass der Rechtshaber entscheidet, wie das Werk kommuniziert wird, wie das Werk von Dritten genutzt werden kann. Und ein solches Ausschließlichkeitsrecht wird grundsätzlich nur Leistungen gewährt, wie wir gleich sehen werden, die jedenfalls ein bestimmtes Maß an Kreativität aufweisen, sozusagen als Belohnung. Denn dadurch, dass jemand eben dieses Urheberrecht hat, kann er oder sie gleichzeitig auch
erstens finanzielle Erträge aus der Verwertung seines Werkes ziehen, indem er eben Dritten erlaubt, diese Werke zu nutzen. Und zum anderen hat er oder sie die Möglichkeit, auch wirklich rechtlich durchzusetzen, dass der jeweilige Schöpfer, die Schöpferin als Urheberin anerkannt wird. Das Urheberrecht schützt also nicht nur die finanziellen Interessen, sondern eben auch die sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechte, das heißt das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und das Recht auf Fortbestand des Werkes, der Werkintegrität, dass ein Werk also nicht im Nachhinein durch Dritte verfälscht werden kann. Damit schützt das Urheberrecht also sowohl die materiellen als auch die immateriellen Interessen des Urhebers. Und so die Idee des Gesetzgebers, dadurch soll eben ein Anreiz geschaffen werden, dass Einzelne kreativ tätig werden. Aber dieser Anreiz soll im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegen, weil auf diese Weise ein reichhaltiges kulturelles oder wissenschaftliches Leben gefördert werden soll. Es geht also nicht nur darum, Einzelne zu schützen, sondern es geht darum, dies eben im gesamtgesellschaftlichen Interesse zu tun. Und dieser Anreiz soll durch das Urheberrecht gesetzt werden. Gleichzeitig, wissen Sie, ist das Urheberrecht auch durchaus zu Recht im Moment sehr in die Diskussion geraten, weil es natürlich um ein ständiges Ausbalancieren geht. Einerseits, wie viel Ausschließlichkeitsrechte braucht man, um ausreichend Anreize für kreatives Tätigwerden zu setzen? Und zum anderen, welche berechtigten Zugangsinteressen der Allgemeinheit gibt es, die es eben rechtfertigen können, dass auch ohne Zustimmung des Urhebers bestimmte Werke genutzt werden können. Das ist zum Beispiel letztlich der Kern der Open Access-Debatte. Und genau das stellt sich eben auch im Bereich der KI-generierten Schöpfung. Passen diese KI-generierten Schöpfungen in unser Urheberrechtssystem? Passt diese bisherige Argumentation, dass es hier um einen Anreiz für kreative Tätigkeit gehen soll, der eben dann gleichzeitig im Interesse der Allgemeinheit das kulturelle Schaffen befördern soll, oder sind das Kategorien, Fragestellungen, die hier auch in dieser Konstellation nicht passen? Ja, wir gucken uns erstmal an, wann denn eigentlich schöpferische Leistungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt werden. Hier auf der Folie sehen Sie zum einen den Paragraphen 2 Absatz 2, der letztlich die wesentlichen Schutzvoraussetzungen regelt. Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. Und dann sehen Sie noch den Paragraphen 7, der festlegt, wem denn eigentlich das Urheberrecht zusteht, nämlich demjenigen, der die schöpferische Leistung erbracht hat. Und hier sehen Sie schon, dass das Urheberrechtsgesetz also in diesem Bereich denkbar knapp und kurz gehalten ist, insbesondere weil es nicht erklärt, was denn eigentlich eine persönliche geistige Schöpfung ist. Nach jahrzehntelanger Rechtsprechung hat man sich aber zumindest darauf geeinigt, dass die persönliche geistige Schöpfung ein gewisses Maß an Individualität voraussetzt und dass jedenfalls dieses Maß an Individualität nur menschliche Kreativität meint. Das ergibt sich nicht unbedingt aus dem Wortlaut des Paragraphen 2 Absatz 2, aber aus dem gesamten Gefüge des Urheberrechts. Das gesamte Urheberrecht ist auf menschliches Schaffen ausgerichtet, was natürlich auch angesichts seiner Entstehungszeit, das Gesetz ist in den 60er Jahren in Kraft getreten, natürlich sehr verständlich ist. Zum Beispiel berechnet sich die Schutzdauer des Urheberrechts nach dem Tod des Urhebers. Bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers ist ein Werk urheberrechtlich geschützt. Allein dies zeigt schon, dass man also einen menschlichen, vergänglichen Urheber natürlich benötigt. Dann werden, wie gesagt, geschützt auch die Urheberpersönlichkeitsrechte, also ideelle Interessen daran, als Urheber anerkannt zu werden. Und auch das sind Schutzbereichsausprägungen, die ebenso für Erzeugnisse einer künstlichen Intelligenz nicht in gleichem Maße gelten. Das heißt also Schutz nur für menschliche Leistungen. Ein sehr schönes Beispiel, kurz bevor die KI-Debatte begann im Urheberrecht, war hier dieses Affen-Selfie von einem Makaken Naruto, der in einem indonesischen Nationalpark lebt. Hier hatte ein britischer Fotograf, David Slater, diese Affenherde für eine Reihe von Tagen verfolgt und hat es geschafft, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen und schließlich eine Situation herbeizuführen, dass er seine Kamera auf einem Stativ platziert hat und die Tiere selbst dazu gebracht hat, über den Selbstauslöser diese Fotos zu machen. Und dabei ist dann unter anderem dieses Foto entstanden.
Und als Slater dann aber diese Fotos auch durchaus verkauft hat, veröffentlicht hat, wurde er von der Tierschutzorganisation PETA in den USA verklagt. PETA hat das Urheberrecht an dem Foto für den Affen selbst in Anspruch genommen. Also hat vorgetragen, es müsse hier der eigentliche Rechtsinhaber hier sei nicht der Fotograf, sondern das Tier, das selbst das Foto angefertigt hat. Und hier hat letztlich dann das US-amerikanische Gericht schon aus prozessualen Gründen diese Klage zurückgewiesen, hat hier also entschieden, dass Slater jedenfalls keine Vollmacht vorlegen konnte, dass die Tierschutzorganisation keine Vollmacht vorlegen konnte, dass sie wirklich mit der Vertretung des Affen in diesem Fall beauftragt sei. Aber auch inhaltlich hat das Gericht durchblicken lassen, fand es die Klage nicht sehr überzeugend, weil nach dem US-amerikanischen Recht, wie auch nach dem deutschen Recht, Tieren eben kein Urheberrecht zustehen kann, hier der Schutz allein ausgerichtet auf den Schutz menschlicher Erzeugnisse. Im Nachgang zu dieser Entscheidung hat sich dann aber eine ganz interessante Diskussion entsponnen zu der Frage, ob man hier nicht doch sagen kann, dass zumindest der Fotograf auch einen erheblichen Anteil an dem Entstehen dieses Fotos hat, indem er die Situation vorbereitet und provoziert hat. Und wie wir gleich sehen werden, ist das jedenfalls eine Diskussion, die so fernliegend nicht ist und die man durchaus auch auf künstliche Intelligenz übertragen kann, auch wenn sie wahrscheinlich nach dem deutschen Recht zumindest in diesem Fall nicht dazu führen würde, dass man ein Recht des Fotografen an diesem Foto anerkennen würde. Ja, wann ist etwas urheberrechtlich geschützt? Wie gesagt, man braucht ein gewisses Maß an Individualität. Der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat in einem Fall zu einer Porträtfotografie von einem Schulfotografen, der in die Grundschulen kam in Österreich und da Klassenfotos und Einzelfotos angefertigt hat, das Ganze jedenfalls mal so zusammengefasst. Etwas ist dann eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers, wenn darin seine Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Dass hier die Messlatte aber nicht besonders hoch liegt, zeigt schon, dass der Europäische Gerichtshof dies eben auch bei diesen Schulfotos durchaus für möglich hielt, dass darin die Persönlichkeit der Fotografin zum Ausdruck kam. Das ist nämlich dann der Fall, wenn der Urheber bei der Herstellung des Werkes seine schöpferischen Fähigkeiten zum Ausdruck bringen konnte, indem er frei kreative Entscheidungen traf. Hier ist also das Entscheidende, dass die Entscheidungen nicht irgendwie vorgegeben waren durch Sachzwänge, durch fachliche Gepflogenheiten, sondern eben da Gestaltungsspielräume des Urhebers bestanden, sodass er dann durch die unterschiedlichen Entscheidungen über die Beleuchtung, über den Blickwinkel, die Perspektive und so weiter, selbst bei einer simplen Porträtfotografie dem geschaffenen Werk somit seine persönliche Note verleihen konnte. Insofern sehen wir, dass also die Messlatte durchaus relativ niedrig angelegt ist. Aber andererseits, dass KI, rein KI-generierte Werke eben nicht urheberrechtlich geschützt sein können. Nun hat man aber selten den Fall, dass wirklich die KI alleine etwas schafft, sondern in der Regel ist ein Mensch mit mehr oder weniger starkem Input involviert. Insofern stellt sich die Frage, wie beurteilen wir diese Mischszenarien? Einerseits ist natürlich denkbar, dass ein technisches Hilfsmittel nur ein Werkzeug eines menschlichen Schöpfers ist. Das ist relativ unproblematisch. In diesem Fall kann selbstverständlich ein Urheberrecht entstehen. Da ist es also egal, ob der menschliche Schöpfer ein Zufallsgenerator, eine künstliche Intelligenz oder ja, ein Pinsel, andere Hilfsmittel einsetzt, solange der menschliche Schöpfer die wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Werkes prägt, ist das sein Werk. Ein Beispiel: das Südquerhausfenster des Kölner Doms, das von Gerhard Richter geschaffen wurde. Sie sehen, dass dieses Südquerhausfenster aus ganz vielen kleinen Quadraten zusammengesetzt wurde. Und Gerhard Richter hat sich dafür entschieden, dass hier das Quadrat die Grundform sein soll, hat auch andererseits entschieden, dass diese Quadrate stammen sollen aus einer Farbpalette von historisch verwendeten Farben, hat dann aber einen Zufallsgenerator eingesetzt, um über die Verteilung dieser Farben zu entscheiden. Er hat dann zugegebenermaßen aber auch noch bestimmt, dass bestimmte Bahnen sich immer wieder wiederholen sollen. Aber hier sieht man, denke ich, ein Paradebeispiel dafür, wie eben in diesem Fall jetzt keine künstliche Intelligenz, aber immerhin ein Zufallsgenerator als technisches Hilfsmittel eingesetzt wird. Dennoch stammen alle wesentlichen Gestaltungsentscheidungen von Gerhard Richter, sodass man hier wohl nicht daran zweifeln kann, dass es sich hierbei eben wirklich auch um ein Werk von Gerhard Richter handelt und nicht um ein Werk des Zufallsgenerators. Schwieriger ist es, oder
Ein anderer ganz klarer Fall wäre, wenn alle wesentlichen Gestaltungsentscheidungen von dem technischen Hilfsmittel, von der künstlichen Intelligenz geprägt werden. Aber schwierig ist es eben, wenn sowohl der Mensch als auch die künstliche Intelligenz Gestaltungsentscheidungen treffen. Hier stellt sich eben die Frage, ist das Erzeugnis dann dem jeweiligen menschlichen Schöpfer noch zurechenbar oder nicht? Auch hier wieder ein schönes Beispiel, das ist dieser Edmond de Bellamy, das Gemälde, was ich Ihnen eingangs gezeigt habe, was von einem neuronalen Netzwerk geschaffen wurde, von einem Künstlerkollektiv, das aber einen Algorithmus verwendet hat, der als Open Source zur Verfügung gestellt wurde von Robbie Barrett. Nachdem dieses Gemälde versteigert wurde, hat Robbie Barrett hier diesen Tweet veröffentlicht. Das links ist das versteigerte Gemälde, wie gesagt, mehr als $400.000. Hier rechts sind Outputs von dem neuronalen Netzwerk, das er eben trainiert hatte. Und er findet es nun unfair, dass hier einfach sein neuronales Netzwerk dafür genutzt wurde, dass jemand anderes daraus Profit geschlagen hat. Da stellt sich natürlich dann die Frage, ja, gibt es auch eine Rechtsposition von jemandem, der so ein neuronales Netzwerk trainiert hat, damit es dann einen solchen Output schaffen kann? Hätte hier Robbie Barrett vielleicht auch Anteile bekommen müssen an dem Verkaufserlös? In dem Fall ist es allerdings relativ klar, wenn er das als Open Source zur Verfügung gestellt hat, dann bedeutet das gerade, dass dieses Netzwerk entsprechend frei genutzt werden kann, auch für kommerzielle Zwecke, abhängig von der jeweiligen Lizenz. Hier war es jedenfalls so. Damit hat er also selbst dazu beigetragen, sich dafür entschieden, sein Netzwerk gerade freizugeben und eben nicht weiter kontrollieren zu können. Wenn es anders gewesen wäre, hätte er dann eine Berechtigung gehabt, auch an dem Output, der mittels seines neuronalen Netzwerks kreiert wird. Genau das ist eben die Frage, die man entscheiden muss, ob dieses Erzeugnis noch Robbie Barrett irgendwie zuzurechnen wäre. Und hierzu haben wir noch keinerlei Rechtsprechung. Meines Erachtens wäre hierfür eben erforderlich, dass jemand nicht nur die technische Infrastruktur schafft, mit der theoretisch ein bestimmter Output generiert werden kann, sondern dass jemand eben dann wirklich auch konkrete Gestaltungsentscheidungen beeinflusst, die sich dann auch niederschlagen in dem konkreten Output. Und diese konkreten Gestaltungsentscheidungen, die sich niederschlagen, ja, da kommt es natürlich am Ende auch auf eine Gesamtwertung an. Hier fehlt uns noch das Fallmaterial, um wirklich verschiedene Fallgruppen voneinander abgrenzen zu können. Ich würde eher davon ausgehen, dass jemand, der wie hier ein neuronales Netzwerk trainiert, was dann aber autonom sozusagen weitere Porträts generiert, dass das wohl nicht ausreicht als Input und Beeinflussung dann des finalen Outputs. Aber wie gesagt, das ist gerade ein Bereich, der jedenfalls in der juristischen Diskussion noch sehr im Fluss ist. Interessant ist auch die Frage, ob denn eigentlich die menschliche Selektionsentscheidung am Ende, ob die ausreichen kann für einen urheberrechtlichen Schutz. Wenn jetzt eine KI zehntausende Melodien geschaffen hat und dann am Ende der menschliche Entscheider eine bestimmte Melodie als die finale, endgültige Version auswählt. Reicht das aus, um ein Urheberrecht zu begründen, um eben diese Melodie zu einem Musikwerk des Menschen zu machen? Das wird zum Teil vertreten in der juristischen Diskussion. Meines Erachtens ist auch hier die Basis für eine Zurechnung zu diesem Menschen zu dünn. Alleine die Selektionsentscheidung von mehr oder weniger kreativen Leistungen, die von einer KI geschaffen wurden, reicht meines Erachtens nicht aus, um eben darüber ein Urheberrecht zu begründen. Immerhin geht es ja doch um ein recht umfangreiches Ausschließlichkeitsrecht, was dem Urheber dann zusteht. Schutz bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Alleinige Entscheidung darüber, wie das Werk in der Öffentlichkeit genutzt wird, wie das Werk wiedergegeben wird. Und hier bedarf es meines Erachtens zur Rechtfertigung eines solchen Schutzes eben doch einer größeren eigenständigen kreativen Leistung, als sich einfach nur für eine finale Version zu entscheiden. In der Praxis ist es auch ein häufiges Problem allerdings, dass man dem jeweiligen Output ja gar nicht ansehen kann, ob dieser Output von einem Menschen stammt oder von einer KI stammt. Wenn Sie irgendeine
ja, computergenerierte Übersetzung nehmen, dann wissen sie nicht, dass die KI generiert ist. Und das stellt natürlich andererseits auch diese fein ziselierten Abstufungen verschiedener Fallszenarien etwas in Frage, wenn man dem Produkt gar nicht ansehen kann, wie es geschaffen wurde. Ist es denn dann überhaupt sinnvoll, hier an verschiedene rechtliche Vorgaben anzuknüpfen? Auch das ist jedenfalls im Juristischen eine noch ungelöste Diskussion. Wir haben auch noch andere Mechanismen, über die wir auch noch KI-generierte Werke schützen können außerhalb des Urheberrechts, und zwar sind das die sogenannten Leistungsschutzrechte. Das Urheberrechtsgesetz kennt nämlich zwei Arten von Schutzrechten. Einerseits haben wir für die eigentliche kreative Leistung das Urheberrecht, andererseits für eher organisatorische, technische, wissenschaftliche Leistungen die sogenannten Leistungsschutzrechte. Und diese Leistungsschutzrechte greifen zum Beispiel dann ein, wenn es sich um eher dokumentarische Fotos handelt, die zum Beispiel einen Versuchsaufbau dokumentieren sollen, oder wenn es sich um Datenbanken handelt, bei denen eine wesentliche Investition getätigt wurde, die nun irgendwie geschützt werden soll, damit sie sich amortisiert. Wenn es sich um technische, organisatorische Leistung handelt, weil jemand zum Beispiel einen Tonträger organisatorisch verantwortet, dass da also Musik auf einen Tonträger gepresst wird oder ähnliches, dann hat der Gesetzgeber für bestimmte dieser Leistungen eben eigenständige Schutzrechte vorgesehen, diese sogenannten Leistungsschutzrechte, die meistens im Umfang geringer sind als das Urheberrecht. Das gilt insbesondere für die Länge, aber auch so der ideelle persönlichkeitsrechtliche Schutz ist meistens bei diesen Leistungsschutzrechten nicht gegeben. Und hier, das passt natürlich wesentlich besser für den Bereich der KI-Kreativität. Und hier würde ich sagen, dass einige dieser Kategorien auch heute schon passen. Wenn zum Beispiel eine KI Filmclips herstellt oder Fotos generiert, dann ist das eine Leistung, die durchaus geschützt sein kann. Denn hier ist eben Schutzgegenstand nicht die kreative Leistung, die darin liegt, sondern die technische Leistung, die damit verbunden ist. Und diese technische Leistung kann auch vorgelagert sein. Bezugspunkt ist hier aber nicht die technische Leistung der KI selbst, sondern immer die menschliche Leistung, die also im Vorfeld stattgefunden hat, damit dann eine künstliche Intelligenz diese Filme, diese Filmsequenzen oder diese Bilder herstellt. Und hier sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man hier KI generierte Bilder oder Filme nicht darunter subsumieren kann. Das Gleiche gilt auch für Datenbanken, die von einer KI zusammengestellt werden. Das hat auch durchaus eine recht große praktische Relevanz, weil der Begriff der Datenbank sehr groß ist. In der Rechtsprechung ist zum Beispiel auch eine topografische Landkarte eine Datenbank, weil sie eben eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen enthält. Die Höhe der Berge, wie auch immer, die Lage oder die Distanz zwischen verschiedenen Punkten und so weiter, sodass also bestimmte Bereiche jedenfalls durchaus hierunter subsumiert werden kann. Interessanterweise allerdings nicht KI-generierte Bilder, die also wirklich, wo selbst das Motiv KI-generiert ist, denn das fällt nicht in die traditionelle Kategorie der Fotos, die eben nur dann entsteht, wenn hier wirklich mit strahlender Energie Bildnisse erzeugt werden. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, wir haben also einige Ausreißer, eher im praktischen, organisatorischen Teil haben wir Leistungsschutzrechte, die eingreifen können für KI-generierte Erzeugnisse. Ansonsten ist das Urheberrecht aber anthropozentrisch, schützt nur menschliche Erzeugnisse. Wir finden diese Rechtslage in den meisten Ländern, das gilt sowohl für die USA als auch zum Beispiel für Japan, für alle EU-Staaten ohnehin. Einzige Ausnahme ist die Gruppe der Commonwealth-Staaten, insbesondere Großbritannien und dann eben nachfolgend alle anderen Commonwealth-Staaten, die das britische Urheberrecht übernommen haben. Hier gibt es spezielle Regelungen für computergenerierte Werke. Diese Regeln sind schon in den 1980ern in Kraft getreten, 1988. Das ist ein Produkt davon, dass der britische Gesetzgeber nicht etwa besonders sehend war, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz angeht, sondern dass man hier versucht hat, tatsächlich so Phänomene, die damals neu auftraten, wie Satellitenfotos und Ähnliches mit einzubeziehen und hier zu sagen, dass also auch Werke, die ohne menschlichen Urheber entstanden sind, durch das Urheberrecht geschützt werden können.
Das klingt auf den ersten Blick wie eine sehr charmante Lösung für das Problem. Allerdings fragt man sich unwillkürlich ja, wem steht denn das Recht denn eigentlich zu? Wer ist denn Rechtsinhaber? Und da sagt hier diese britische Regelung, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken. Also die Person, die die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, damit das Werk geschaffen wurde. Das ist natürlich auch wieder eine sehr vage Bestimmung und hilft gerade im Bereich von KI, wo wir vielleicht auch eine Vielzahl von Personen haben, die beteiligt sind, angefangen von demjenigen, der die Trainingsdaten aufbereitet hat, geliefert hat, demjenigen, der die entsprechenden Algorithmen entwickelt hat, der dann die Algorithmen trainiert hat und so weiter, bis hin zu demjenigen, der das System dann betreibt und einsetzt. Also lässt es uns doch recht ratlos. Und die andere Frage, die diese Regeln auch nicht beantworten, ist, welcher Maßstab an Originalität oder Individualität wird denn angesetzt für computergenerierte Werke? Geht es darum, dass diese Werke geschützt wären, wenn sie von einem Menschen stammen würden? Auch diese Fragen lässt die britische Regelung offen. Und schließlich stellt sich natürlich die ganz große Frage, ist das eigentlich gerechtfertigt, ein nicht menschengeneriertes Werk tatsächlich den gleichen Schutz zu schützen wie eine menschliche Schöpfung? Und damit komme ich zu meinem nächsten großen Punkt. Warum ist denn eigentlich das Urheberrecht so anthropozentrisch ausgerichtet? Warum genießen denn nur menschliche Werke urheberrechtlichen Schutz? Lässt sich das eigentlich noch rechtfertigen? Insbesondere, wenn man vielleicht auch sieht, dass mittlerweile KI-generierte Werke durchaus ähnlich gut sein können oder gar nicht mehr unterscheidbar. Das, was Sie hier sehen als Bilder auf dieser Folie, sehen sollten, da, was Sie hier sehen auf dieser Folie, das sind Folien, das sind Bilder, zum Teil KI generiert, zum Teil sind das Gemälde, die generiert wurden, die geschaffen wurden für eine Kunstausstellung, die Art Basel. Und Wissenschaftler der US-amerikanischen Rutgers University haben diese Bilder Studierenden der Kunstgeschichte vorgelegt in einer Art Blindtest und sie gebeten, darzulegen, welche dieser Gemälde ihrer Ansicht nach von Menschen und welche von KI geschaffen wurden. Und es zeigte sich, dass die Probanden nicht nur die KI-generierten Erzeugnisse nicht als solche erkannten, sondern diese mit knapper Mehrheit sogar als ansprechender oder künstlerisch überlegen beurteilten. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob das hier eine repräsentative Studie ist, aber ich denke, sie zeigt das Problem, gerade wenn künstlerische Schöpfungen oder wenn auch Alltagsgestaltungen, die durch KI geschaffen werden, als menschliche Gestaltung überlegen angesehen werden, ist es dann eigentlich noch gerechtfertigt, nur diese durch das Urheberrecht zu schützen und die KI-generierten Werke eigentlich nicht? Warum also werden menschliche Erzeugnisse geschützt? Einerseits kann man natürlich sagen, gut, das sind rein historische Gründe. Als das Urheberrechtsgesetz geschaffen wurde, wie gesagt, in den 1960ern und die Vorläufer stammen von Beginn des 20. Jahrhunderts, da hat man über KI-generierte Werke noch nicht nachgedacht. Ein weiterer Grund ist sicherlich eine Begründungslinie im Urheberrecht, die also sich berufen hat auf das sogenannte Naturrecht. Das geht zum Teil auf den Philosophen John Locke zurück, der gesagt hat, eben das, was man mit seinen eigenen Händen schafft, das soll einem dann auch zustehen, das gebührt einem dann. John Locke hat das allerdings nur bezogen auf das, was man physisch herstellt, nicht auf das geistige Eigentum. Aber es ist dann von anderen später auf das geistige Eigentum übertragen worden und es ist durchaus eine Begründungslinie, die gerade in Kontinentaleuropa noch sehr trägt. Da wird also abgestellt auf das geistige Band zwischen Urheber und Werk, auf die persönliche Verbindung des Schöpfers zu seinem Werk. Und das ist sicherlich auch eine Begründungslinie, die noch sehr prägend ist, gerade für diese ideellen Bestandteile des Persönlichkeitsrechts, das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft oder den Schutz vor Verfälschungen, den Schutz vor Entstellungen, den das Urheberrecht liefert. In anderen Bereichen dagegen kommt man mit solchen personalistischen Begründungsansätzen kaum weiter, wenn es jetzt um eher technisch geprägte Schutzgegenstände geht, wie zum Beispiel Computerprogramme, die auch durch das Urheberrecht geschützt werden, oder wirklich
ja Werke, die ein sehr, sehr geringes Maß an Individualität aufweisen. Das sind dann die sogenannten Werke der kleinen Münze, die also gerade noch geschützt sind. Vielleicht eine Pressemitteilung oder Ähnliches. Und dann gibt es eine ganze Reihe von eher ökonomischen Begründungsansätzen, die also versuchen, das Urheberrecht darüber herzuleiten, dass die Zuerkennung von Ausschließlichkeitsrechten an Einzelne eben dann auch dem gesamtgesellschaftlichen Wohl, dem volkswirtschaftlichen Wohl dienen, weil dadurch insgesamt das kulturelle Schaffen angeregt wird, also eher utilitaristische Begründungsansätze. Hiermit kann man sicherlich die Verwertungsrechte, die Ausschließlichkeitsrechte gut begründen, aber eben auch hier wieder diese individuellen oder ideellen Schutzwirkungen des Urheberrechts lassen sich damit nicht ganz so gut fassen. Es gibt auch einige kulturpolitische Begründungsansätze, die sagen, das Urheberrecht soll einem fairen Informationszugang dienen, einem fairen Zugang zu kreativen Leistungen. Stichwort ist hier das Konzept einer Just and Attractive Culture. Aber auch hier stellt man sich natürlich dann die Frage, was folgt aus so einem Ansatz? Folgt daraus nicht vielleicht sogar eher, dass bestimmte Dinge auch gerade nicht geschützt sind und gerade nicht Einzelnen in Form von Ausschließlichkeitsrecht zugewiesen werden? Hinzu kommt, dass der urheberrechtliche Schutz nicht abhängen darf von künstlerischer Qualität. Denn das ist sicherlich etwas, was Juristinnen und Juristen kaum beurteilen können. Es geht nicht um künstlerische Qualität, sondern es geht eben, wie gezeigt, allein darum, ob eine Urheberin, ein Urheber ausreichend Gestaltungsspielräume hätte, um eben etwas Eigenständiges zu schaffen. Ob das, was dabei rauskommt, künstlerisch gut ist oder nicht, darauf kommt es sicherlich nicht an. Meines Erachtens, und das ist sicherlich jetzt eine Frage, die auch sehr über das Urheberrecht hinausgeht, kann man aber diesen Unterschied zwischen einerseits menschlichen Schöpfungen und andererseits KI-generierten Schöpfungen immer noch damit rechtfertigen, dass es eben ganz grundsätzliche Unterschiede zwischen menschlicher Kreativität und KI-Kreativität gibt. Dass es hier also kategoriale Unterschiede gibt. Denn zum einen ist natürlich die Erlebnis- und Empfindungsmöglichkeit des Menschen bei allem, was wir wissen, jedenfalls immer noch mit wichtig für sein kreatives Schaffen. Hier freue ich mich auf die Diskussion, denn ich glaube, hier gibt es ja gerade im kunst- und medienwissenschaftlichen Bereich durchaus eine ganze Reihe von Theorien und Ansätzen, die eben die Rolle des Urhebers, die Rolle des Autors auch durchaus überzeugend für nicht mehr so entscheidend halten, also eher eine objektivierende Betrachtung. Und es stimmt sicherlich, dass man jedenfalls die subjektiven Eigenschaften des einzelnen Urhebers jedenfalls nicht mehr so in dem Werk sehen kann, wie das vielleicht auch in der etwas naiven Formulierung des Europäischen Gerichtshofs anklang, dass also die Persönlichkeit des Urhebers zum Ausdruck gekommen sein muss. So ja die immer noch gängige Formulierung im Urheberrecht. Aber jedenfalls wäre meine Hypothese, dass eben die Erlebnis- und Erfindungsfähigkeit des Menschen doch noch etwas anderes ist, als wir eben sehen im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Dass also jedenfalls es einen generellen Zusammenhang gibt zwischen den Erfahrungen, persönlichen Eigenschaften des Schöpfers und seiner kreativen Leistung. Genau das eben auch ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, was sich in menschlicher Kreativität in Abgrenzung zu KI-Kreativität niederschlagen kann. Zum Beispiel, weil das vielleicht auch zu einer gewissen Priorisierung von Beweggründen führt. Was macht hier die Fledermaus auf dieser Folie? Der Philosoph Thomas Nagel hat in einem Beitrag, der übertitelt ist mit What is it like to be a bat, mal argumentiert, dass selbst dann, wenn ein Computer den Arbeitsprozess des menschlichen Gehirns vollständig imitieren würde, dass er sich dann eben diese menschliche Erlebnisperspektive nicht vollständig erschließen könnte. Andersrum, wir werden nie wissen, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Und ich denke, das gilt auch für das Verhältnis KI-Kreativität und menschlicher Kreativität. Ob das ausreicht, einen solchen rechtlichen Unterschied dann zu begründen, ist dann natürlich letztlich auch eine rechtspolitische Wertungsfrage. Was für mich fast noch ausschlaggebender ist, ist, dass es wesentliche Unterschiede gibt hinsichtlich der Zielsetzung, die verfolgt werden mit kreativer Tätigkeit.
Natürlich kann die KI so programmiert werden, dass sie eben innovative Produkte schaffen soll, die von menschlichen Zielgruppen für ansprechend oder außerordentlich gehalten werden oder die dem Ziel dienen sollen, zu schockieren oder Regelbrüche zu begehen oder Ähnliches. Aber eben, das sind alles Ziele, die der KI vorgegeben werden. Menschen hingegen können ja ein intrinsisches oder übergeordnetes Ziel verfolgen mit ihrem künstlerischen Schaffen. Das kann also emotional begründet sein oder dem Bedürfnis entsprechend bestimmte Botschaften zu übermitteln. Und damit gibt es, um einen Gedanken des Informatikers Weizenbaum aufzugreifen, es gibt Gedanken, die keine Maschine je verstehen wird, weil sie sich auf Ziele beziehen, die für Maschinen nicht angemessen sind. Und das, denke ich, gilt eben auch für das menschliche, für das künstlerische Schaffen und ist damit gleichzeitig ein Rechtfertigungsgrund, warum dieses sich noch so von maschinellem, von KI-generiertem Schaffen unterscheidet, dass das Urheberrecht nur das eine erfasst und nicht das andere. Insofern plädiere ich dafür, daran festzuhalten, dass das jedenfalls das Urheberrecht als solches nur menschliches, schöpferisches Schaffen erfasst, aufgrund dieser eher personalistischen Rechtfertigung. Allerdings muss man schon zugeben, dass diese Begründungsansätze wohl für eher technisch geprägte Schutzgegenstände, Programmieren von Software und Werke der kleinen Münze wohl nicht ausreichen. Das heißt, diese These könnte, wenn man das weiterdenkt, durchaus dazu führen, dass es ein Urheberrecht zukünftig nur noch gibt für schöngeistige Werke mit einem hohen Maß an Individualität, nicht hingegen für die englischsprachige Übersetzung einer Gebrauchsanweisung, die gerade vielleicht ausreichend individuell ist, weil sie besonders geschliffen formuliert ist, um jedenfalls nach heutigen Maßstäben noch urheberrechtlich geschützt zu sein. Allerdings vermute ich, dass gerade in diesen Bereichen des alltäglichen Schaffens menschliche Schöpfungen ohnehin zunehmend verdrängt werden durch automatisierte Schöpfungen, sodass also dieser Frage, ob auch solche Alltagswerke überhaupt schutzfähig sind, zunehmend weniger Bedeutung zukommen wird. Gut, wenn wir jetzt sagen, das Urheberrecht als solches dient nur menschlichem Schaffen, dann bleibt aber trotzdem noch die Frage im Raum, ob es nicht irgendwie eine andere Schutzfähigkeit auch für KI-generierte Werke gibt, ob hier auch das Urheberrecht als Möhre der KI vorgehalten werden sollte, damit es entsprechend dann zu kreativem Schaffen kommt. Das Ganze ist natürlich sowieso schon falsch gefragt, weil die KI als solche natürlich durch ein Urheberrecht nicht motiviert wird. In der Sache geht es natürlich darum, dahinterstehende Investoren, Programmierer, Forscherinnen und Forscher zu motivieren. Und hier muss man wahrscheinlich doch sehr genau hingucken, ob es vielleicht lohnend wäre, sinnvoll wäre, auch ökonomisch sinnvoll wäre, Leistungsschutzrechte zu schaffen. Das wird sicherlich davon abhängen, ob wirklich ein Schutzbedürfnis für KI-Produkte besteht. Ich bin hier in dem Vortrag nicht darauf eingegangen, dass die KI als solche nämlich durch Schutzrechte geschützt werden kann, wenn die KI als solche zum Beispiel Datenbanken beinhaltet als Trainingsdaten, wenn die KI Software beinhaltet. Unter Umständen kann die KI auch patentiert werden, wenn sie eine technische Erfindung darstellt. Und in vielen Bereichen reicht es sicherlich schon aus, dass die KI als solche geschützt ist. Dann brauche ich nicht noch den Output zu schützen. Das, denke ich, könnte der Fall sein bei Übersetzungssoftware. DeepL und Google Translate haben ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut, dass sie eben diesen Dienst anbieten. Und dieser Dienst, das Produkt, das diesem Dienst zugrunde liegt, ist geschützt. Es ist nicht erforderlich, dass jede einzelne Übersetzung, die dann mit DeepL gemacht wird, auch urheberrechtlich geschützt wird. In anderen Bereichen reicht vermutlich dagegen der Schutz der KI selbst nicht aus. Ein Gegenbeispiel aus dem Patentrecht: Wenn eine künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um zum Beispiel neue Anwendungsfelder für bekannte pharmazeutische Wirkstoffe zu erforschen, was auch derzeit schon passiert, dann tatsächlich dazu kommt, dass ein bekanntes Medikament auch noch gegen andere Krankheiten eingesetzt werden kann, dann ist das natürlich eine Erkenntnis, die auch von Konkurrenten sehr schnell dann übernommen werden könnte. Ein Unternehmen wird also Investitionen in solche Forschungsprojekte nur dann veranlassen, wenn es weiß, dass es jedenfalls die Erkenntnisse aus der Entwicklung dieser KI und dem Einsatz der KI dann auch für einen bestimmten Zeitraum ausschließlich selbst verwerten kann. Das heißt, hier wäre es also sicherlich für Investoren abschreckend, wenn das Ergebnis einer solchen künstlichen Intelligenz nicht durch irgendwie ein Recht des geistigen Eigentums geschützt werden könnte. Das wäre dann allerdings eher eine Frage, die sich ans Patentrecht richtet und nicht an das Urheberrecht.
Wenn man jetzt auch im Urheberrecht dazu käme, dass der Schutz der KI allein nicht ausreicht ökonomisch, sondern dass es im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt, auch KI-Produkte zu schützen, was vom jeweiligen Sektor abhängen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, wie geschieht das? Sicherlich, denke ich, nicht durch ein Urheberrecht mit seinem weiten Anwendungsbereich, sondern dann durch bestimmte Leistungsschutzrechte. Und über allem schwebt dann immer noch das grundsätzliche Problem, dass man die KI-generierten Produkte nicht von den menschengenerierten Produkten unterscheiden kann. Und auch hierfür müsste man bei solch einer Regelung dann eine gute Antwort finden. So, soweit erstmal zu der Frage, inwieweit KI-generierte Werke eigentlich geschützt sind, nach Urheberrecht derzeit nicht. Ob sie geschützt sein sollen, das wäre die große Frage. Nur dann, wenn das Ganze ökonomisch sinnvoll ist. Und wenn nicht, dann spricht eben auch vieles dafür, dass KI-generierte Werke, so wie jetzt, gemeinfrei sind und damit von allen, auch ohne Erlaubnis irgendwelcher Rechtsinhaber eingeholt werden können, denn es gibt im Moment keinen Rechtsinhaber, dem das Produkt der KI gehört und der dann über die Verwertung zu entscheiden hat. Eine etwas anders gelagerte Frage ist natürlich, was geschieht, wenn die künstliche Intelligenz gegen Rechtsnormen verstößt? Wir hatten eingangs schon das schöne Beispiel von Simon Meyer-Vieracker in einem ähnlichen Kontext hier, der Bot von Microsoft Tay, der eben auch in Kommunikation mit der Allgemeinheit schnell gelernt hat, ja, erstens zu beleidigen und zum anderen aber auch rassistische oder volksverhetzende Inhalte kundzutun. Ich habe jetzt hier ein relativ harmloses Beispiel genommen, dass hier also der Bot ein Nutzer gleich bezichtigt, dumm zu sein. Ich hätte auch mit Leichtigkeit antisemitische oder antifeministische Tweets hier für dieses Beispiel finden können. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn eigentlich verantwortlich in so einem Fall? Wenn hier eine künstliche Intelligenz entweder gegen anerkannte Regeln, gegen Gesetze verstößt, was Inhalte von Meinungsäußerung angeht, oder auch, was auch im urheberrechtlichen Kontext durchaus denkbar wäre, eine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Filmsequenzen oder Bilder autonom generiert und dabei sich bedient aus vorhandenen Beständen und dann vielleicht fremde Urheberrechte verletzt. Auch hier gibt es jedenfalls viel Diskussion im rechtswissenschaftlichen Bereich. Und die eine Sache, die jedenfalls klar ist, ist, dass nach geltendem Recht die künstliche Intelligenz nicht selbst verantwortlich ist für Rechtsverletzungen, weil sie kein Rechtssubjekt ist. Die Rechtsordnung erkennt bestimmte Rechtssubjekte an, die Inhaber von Rechten sein können, aber eben auch gegen die Ansprüche bestehen können. Das sind natürlich zuvorderst Menschen, aber eben auch bestimmte sogenannte juristische Personen, denen die Rechtsordnung Rechtsfähigkeit zumisst. Das sind zum Beispiel Aktiengesellschaften oder Vereine oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHs und so weiter. Also letztlich Personengemeinschaften, bei denen der Gesetzgeber das für sinnvoll gehalten hat, diesen Personengemeinschaften eine eigenständige oder diesen Personenmehrheiten eine eigenständige Rechtsfähigkeit zu geben. Das sind häufig Praktikabilitätserwägungen. Zum Teil geht es natürlich auch um eine Verteilung der Verantwortlichkeit oder des Haftungsrisikos. So dass man also sieht, grundsätzlich ginge es natürlich. Natürlich könnte man rechtliche Regeln schaffen, die auch eine Haftung, eine Verantwortlichkeit der KI selbst dann vorsehen. Die Frage wäre nur, wie sinnvoll wäre das? Dass man jemanden selbst verantwortlich macht, ist nur dann sinnvoll, erstens, wenn man damit auch dessen Verhalten beeinflussen kann. Und ja, meistens bedeutet Verantwortlichkeit auch, dass eben zum Beispiel der Geschädigte die Möglichkeit eines Ausgleichs, eines Schadensersatzes bekommen muss. Das heißt also, eine Verantwortlichkeit der künstlichen Intelligenz wäre auch nur dann sinnvoll, wenn die künstliche Intelligenz selbst über eine gewisse Haftungsmasse verfügt und damit dann die Geschädigten auch tatsächlich entschädigen könnte. Das heißt also, wenn man hier eine Haftungsverantwortlichkeit von künstlicher Intelligenz kreieren würde, dann hieße das, man müsste gleichzeitig ja entweder sagen, wie bei einer GmbH auch der Fall, jede künstliche Intelligenz muss mit einem gewissen Mindestkapital ausgestattet werden und es müsste zumindest eine Zwangsversicherung geben für die künstliche Intelligenz, aus der heraus dann die Geschädigten ihren Schadensersatz beziehen können. Und das Ganze klingt natürlich sehr kompliziert, wäre es auch. Noch problematischer ist natürlich die Frage der Steuerungswirkung.
Haftungsrechtliche Verantwortung verteilt man in der Regel so, dass nach Möglichkeit der Eintritt dieses Haftungsfalls auch vermieden wird. Was für eine Steuerungswirkung hätte es denn, die KI selbst haften zu lassen? Sinnvoller wäre es vielleicht, die Betreiber der KI haften zu lassen oder die Hersteller der KI haften zu lassen, weil diese sich dann bemühen, nur entsprechend qualitativ hochwertige Produkte einzusetzen oder zu entwickeln. Oder unter anderen Umständen könnte es auch sinnvoll sein, gerade diese Gruppen nicht haften zu lassen, wenn wir sagen, es ist gerade wünschenswert, dass KI-Entwicklung gefördert wird und wir kollektivieren die Haftungsrisiken, indem das Ganze zum Beispiel dann aus Steuergeldern bezahlt wird. Also das sind in der Regel rechtspolitisch übergeordnete Interessen, die dann auch mit einfließen in die Ausgestaltung dieses Haftungssystems. Gut, wenn wir uns das jetzt mal angucken bei dem Thai-Bot, da ist natürlich in der Tat ein Schadensersatz wahrscheinlich eher das geringere Problem, sondern hier ginge es eher um die Frage der persönlichen Genugtuung oder der Verhinderung von weiteren Beleidigungen, von weiteren der Reproduktion von rassistischen Stereotypen und volksverhetzenden Äußerungen. Und auch hier denke ich, ist es jedenfalls im Moment sehr viel effektiver, wenn nicht der Bot selbst haftet, sondern derjenige, der ihn eingesetzt hat. Und das wäre in der Tat auch im Moment schon bei Anwendung der geltenden Haftungsregeln genau die Lösung. Der Betreiber der künstlichen Intelligenz ist verantwortlich, zumindest dann, wenn er hätte erkennen können, dass die KI Schäden verursacht, wenn sie das schon getan hat oder wenn es sonst unmittelbar wovor steht. Und wenn der Betreiber der KI es eben in der Hand hat, das zu verhindern und wenn er die KI eben notfalls dann entsprechend abschaltet. Das ist genau das, was Microsoft hier gemacht hat, dass dann also der Taibot aus dem Verkehr gezogen wurde. Was ich allerdings im Haftungsbereich noch eine ganz spannende Frage finde, ist, dass über künstliche Intelligenz auch ganz andere Nutzungen von Inhalten möglich werden, die bisher gar nicht von unserem geltenden Rechtssystem überhaupt erfasst werden. Und zwar ist das der Fall hinsichtlich der Extraktion von Inhalten. Das Urheberrecht ist nämlich so ausgerichtet, dass es nur die jeweilige Gestaltung, die jeweilige Darstellung schützt, nicht hingegen den Inhalt des Werkes. Wer also fremde Ideen extrahiert und mit eigenen Worten wiedergibt, begeht keine Urheberrechtsverletzung. Wenn man das allerdings im Prüfungskontext macht, dann muss man sich doch mit natürlich berechtigterweise mit rechtlichen Normen befassen. Das ist natürlich ganz klar ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis und gegen prüfungsrechtliche Vorgaben, wer fremde Ideen nutzt und diese nicht entsprechend kennzeichnet. Ein Urheberrechtsverstoß ist das aber nicht. Das liegt darin begründet, dass das Urheberrecht eben gerade keine Informationen monopolisieren soll, sondern das Urheberrecht soll eben nur die jeweilige Gestaltung schützen, die eigentliche freie Diskussion über die Inhalte, Informationen, Lehrmeinungen und so weiter aber nicht einschränken. Damit stellt sich natürlich die Frage, was geschieht denn, wenn man aus einem fremden Text oder aus vielen fremden Texten massenhaft Informationen extrahiert und daraus neue Texte generiert, was ja durch die Fortschritte, die man im Moment in der Presse lesen kann, Natural Language Processing, insbesondere eben das GPT-3 und ähnliche Systeme, was ja durchaus auch in Reichweite zu sein scheint. Das ist etwas, was sicherlich auch nicht nur von künstlicher Intelligenz abhängt. Vor einigen Jahren gab es mal eine Presseberichterstattung, dass sich die Bild-Zeitung, also Axel Springer Verlag, gegenüber den Boder Media den Vorwurf erhoben hatte, dass also Focus Online recht häufig Inhalte, die eigentlich bei Bild Online nur hinter der Paywall zugänglich waren, dass diese Inhalte von Focus extrahiert und dann paraphrasiert wiedergegeben wurden. Das Ganze ist nie zu einer Gerichtsentscheidung gekommen, das wurde außergerichtlich beigelegt. Aber hier haben wir eigentlich die gleiche Fragestellung. Was ist, wenn jemand massenhaft Inhalte von jemand anderen extrahiert, die für sich selbst nutzt, in einer Form, die nicht urheberrechtlich relevant ist? Und wenn man das Ganze noch sehr vereinfachen kann durch den Einsatz von KI, dann ist das natürlich umso wahrscheinlicher, dass sowas auch wirklich ein Geschäftsmodell werden kann.
Und hier ist es im Juristischen her eine, ja, bisher nicht diskutiert worden, ob das eigentlich möglich und zulässig sein soll. Also die Extraktion der Inhalte. Es gibt bestimmte Regeln zum Text- und Data Mining, die jedenfalls unter bestimmten Umständen diese Extraktion der Inhalte wohl zulassen würden. Und wenn das Ganze urheberrechtlich möglich wäre, dann würde sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet das denn eigentlich für den Schutz journalistischer Leistungen, wenn die eigenen Inhalte eben nicht mehr geschützt sind und dadurch, was ja eigentlich auch geschehen soll, aber jedenfalls in einem Maße weiterverbreitet werden, dass damit auch die Amortisierung der eigenen Leistungen in Frage steht. Ja, das vielleicht so als letztes Beispiel in meinem Vortrag für die neuen Herausforderungen, die auch KI, autonome KI, die Texte oder andere kreative Leistung generieren kann, dann für das Recht mit sich bringen kann, insbesondere für das Urheberrecht. Also einerseits hinsichtlich der eher positiven Frage, inwieweit sind KI-generierte Schöpfungen eigentlich etwas, was rechtlich menschlichen Schöpfungen gleichgestellt werden sollte? Oder gibt es eben doch noch gute Gründe, menschliche Schöpfungen einen weiterreichenden rechtlichen Schutz zu geben als KI-generierten Leistungen? Abgesehen von den ökonomischen Begründungen her, gibt es noch weitere ideelle Begründungen, personalistische Begründungen, die menschliche Schöpfungen eben zu etwas Besonderem machen. Und zum anderen, was geschieht mit autonomer KI, die gegen menschengesetzte Regeln verstößt? Wer haftet? Wie kann das entsprechend eingehegt werden? Und müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, dass Mensch den Schutz für menschliche Leistung auch hinsichtlich der Inhalte weiter auszuweiten, um vielleicht zu verhindern, dass da neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, die bisher eigentlich der Kommunikationsfreiheit dienende, ja, Schutzlücken, beabsichtigte Schutzlücken entsprechend ausnutzen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf die Diskussion.